Willkommen zurück bei Let's Play Bleach Dark Souls. So, wir sind hier stecken geblieben, mal wieder bei einigen Kämpfen gegen die Shriekers bzw. gegen die Hollows, bei denen sich meistens eher als Shrieker herausstellen. Und soweit ich gesehen habe, sind es nur noch ein, zwei, drei Kämpfe. Wobei ich sagen muss, ich würde erstmal wirklich den Kampf mit Chat gegen diesen Shrieker machen. Da der am wenigsten story-relevant ist, soweit ich weiß, da hat zumindest keinen Schlüssel im Bunde. Und ja, wir beginnen den Kampf Chat gegen diesen Shrieker. Hallo, was weiß ich. Los geht's! Und immer noch, ich habe keinen Controller, deshalb werden die Kämpfe wieder mal ein bisschen leicht noobig. Jetzt habe ich zumindest eine gute Ausrede, wenn ich den Kampf verliere, dann kann ich es auf die Steuerung schieben. Weil es wirklich schwer ist, so ein Beat'em'up mit der Tastatur zu steuern. Und ich glaube, jeder, der das gemacht hat, der kann das gut nachempfinden. So, weiter geht's. Das ist schrecklos. Schrecklich. Hollows greifen unschuldige Passanten an. Oh jo, bring die Leute in Sicherheit. Aber Chat, das Gegenmittel gegen Panik ist Ruhe. Ich bin nicht gerade der Meister der Gelassenheit. Eigentlich schon, ich finde, er ist schon ziemlich chillig. Zumindest kenne ich ihn gar nicht so extrem aufbrausend. Außer wenn man jetzt ein bisschen die Quincy schlecht redet, dann ist es natürlich klar, dass er ein bisschen ausdeckt, aber sonst finde ich Ojo eigentlich schon ziemlich gechillt. Pass auf die Leute auf. Ich bin so schnell wieder da, wie es geht. Okay, sei vorsichtig. Chat und Ojo, besieg alle Feinde. Gut. Like a boss. So, und ich hoffe, dass die Kämpfe doch einigermaßen gut gehen. Zumindest können sie nicht gerade so extrem schlecht sein, da die. Ja. Weil die Gegner nicht gerade so extrem stark sind, würde ich mal sagen. Außer natürlich dieser fette Shrieker. Das ist nicht mal ein Shrieker, das ist einfach nur ein stinknormaler Hollow. Der müsste einigermaßen gut gehen. Gut, der große ist weg. Sind noch einige übrig. Also ist immer ein bisschen blöd, wenn man extra warten muss. Und ich habe jetzt mal just auf einmal den Rest des Spiels durchgezockt. Das hat gar nicht mehr so viel Parts. Also gut, ich glaube, die 20 wird es noch erreichen, aber ja, ich denke, es wird zwischen 20 und 25 sein am Ende. So viel kann ich schon mal spoilern. Und es ist auch relativ gut. Da ich es wirklich noch bis zum Start der neuen Projekte noch beenden könnte, bin ich voll daneben, war klar. Oh, was ist das denn? Super C. Cool, das konnte ich jetzt auch gar nicht. Episch. Und das heißt auch, dass ich den Endboss schon mal besiegt habe und... Gott, der Kampf war wirklich ziemlich schwierig. Ja, ich weiß, der Kampf ist nicht gerade so extrem episch, aber... Wie gesagt, so klappt es gerade am besten. Und so komme ich auch ans Ziel. Ich wollte sagen, der Kampf gegen den Endboss, da freue ich mich schon extrem drauf. Der war selbst bei leichter ziemlich harte Nuss. Chat. Ist alles in Ordnung? Das war schnell. Geht es den Leuten gut? Ich habe alle evakuiert. Alles klar. Gut gemacht. Oh! Shrieker-Action. Es sind zu viele. Ich sage es nicht gern, aber wir schaffen es nicht allein. Hä? Kirschblüten? Um diese Jahreszeit? Wie unerwartet. Der junge Ryoka. Du wieder? Das ist aber nicht nett. Ich wollte dich fragen, ob du einen Drink möchtest, aber du hast mir kein Interesse. Wie kannst du in dieser Zeit nur ans Trinken denken? Nun denn, willst du vielleicht die Hollows mit mir bekämpfen? Ich hätte gedacht, du wärst eher der Typ, der beobachtet, anstatt die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Na, er kann schon ziemlich drauf mit seinen zwei Schwertern. Hm. Ich schaue nur zu, wenn die Blüten fallen und ich guten Sake habe. Mir ist es ganz gleich, was du tust. Na dann, worauf warten wir noch? Und los geht's, Chat und Kyoraku. Gegen zwei Shrieker. Einmal rot und einmal blau. Müssen wir gucken, um wen ich mich kümmere. Muss erstmal gucken, dass... Okay, liegt schon mal ziemlich gut vor. Ich gehe mal zu den Gegnern, der gar nicht mehr so das Schlechteste, was man machen kann. Und es regnet mal wieder kleine Hollows, das ist ja wunderbar.
Und ich hoffe, dass es jetzt demnächst nicht mehr leckt. Ich hoffe, dass es nicht leckt. Es geht gerade ein bisschen viel ab und ich lag gerade was runter. Aber ich hoffe, es geht einigermaßen gut und ich könnte eigentlich auch Kyrokolis überlassen, aber ja, doch ein bisschen zu noobig. Epic! Wunderbar! Ja, ich schieb's einfach mal auf die Steuerung. Ich bin nicht schuld. Ich muss mir echt mal einen besseren Controller kaufen. Einen etwas stabileren. Wo ich echt überlegen bin, ob ich mir vielleicht nicht so einen PS3-Controller kaufe für den PC. Da ich mir doch relativ gut zurechtkommen, muss ich sagen. Und das war's schon. Danke, Kyurako. Ich hätte es auch geschafft, aber naja. Diese Kommandanten sind stark. Er mag zwar pompös aussehen, aber seine Stärke ist nicht nur Show. Gibt es einen Grund, weshalb jetzt noch mehr Blütenblätter dort liegen? Nanao, es reicht. Nanao, hä? Wow! Ist er wirklich ein echter Kommandant? Ja. Puh. Ich werde müde von der ganzen Blütenwerferei. Du hast also die Blütenblätter geworfen. Ja. Stellen Sie sich erst jetzt vor, die kamen ja schon viel... Obwohl eigentlich nicht, also... Oryo kennt sie jetzt nicht, das stimmt, aber sie kam schon öfters vor. Ja. Ich bin Nanao Ise, Vizekommandant der 8. Einheit. Schön, dich kennenzulernen. Oh, da geht was. Ich wollte nicht grob sein, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Warum verbünden wir sich mit Kommandant Kyurako? Sie wird sich diesen Ryoko Ichigo anschließen, richtig? Weißt du, wer er ist? Das weißt du nicht? Ein Grund mehr, sich uns anzuschließen. Hm? Da hast du wohl recht. Und 600 kann, schön. Und mittlerer Angriff Nikian. Super, geht doch. So, der Kampf ging doch ein bisschen länger als gedacht. Und da können wir zwei Kämpfe machen. Hm, warum geht der denn nicht? Ich glaube, der ging... War der davor schon da, oder? Ich weiß nicht, das ist eigentlich... Soweit ich sehe, ziemlich der gleiche Kampf. Einmal mit Ukizaki und einmal mit Kyurako. Na egal, gut. Dann gucke ich erstmal, dass ich diese Seite hier fertig kriege. Und damit ich hier auflösen kann, mache ich mal den Kampf bzw. das Match mit oder gegen Mozart. Übrigens, ich habe jetzt mal geguckt, wer zum Geil das eigentlich ist. Das ist wirklich ein, ja, Kai. Ich glaube, das kam schon im Spiel vor, aber ich habe es total verplant irgendwie. Viele Leute, die es nicht wissen, dieser Charakter, der ist in der Serie, der kam auch schon öfters vor. Aber der, es gibt eine Mod-Soul namens Kai, weil, ja, Kai von Kaiser Kompaku und Kon von Kaiser Kompaku. Der Charakter Kai, beziehungsweise die Mod-Soul Kai, kommt nun in diesem Spiel vor und ist in den Körper von der, dessen Name nicht genannt werden darf, weil ich nicht weiß. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt ein bisschen mal zusammenreimen, wer zum Geil das ist und ja. Ich quatsch mal nicht lang weiter und mach gleich weiter. Hier scheint es keine Hollows zu sein. Hier scheinen noch keine Hollows zu sein. Hier scheinen noch keine Hollows zu sein. Hm? Warum benehmen sich alle so eigenartig? Die habe ich gemeint. Beziehungsweise eher. Da kommst du, das habe ich mal extra im Wiki, im Bleach Wikipedia nachgelesen. Das ist wirklich ein Typ, der aber öfters im Manga als Frau dargestellt wird oder als sie, als weiblich gekennzeichnet ist oder so genannt wird. Deshalb, ja, ist schon so ein Zwischending wahrscheinlich. Vielleicht absorbieren sie etwas Schlimmes, wenn sie zu lange Soulcandies bleiben. Sie sollten die Menschenform annehmen. Hä? Ich dachte, ich hätte gerade das Funkeln gesehen. Was ist das? Es sind so viele, dass ich nichts erkennen kann. Hilfe! Nein. Like a boss. Giftmotten ausrotten. Finde ich die Motten in Zeitlimits. Okay, er weiß auch nicht, wer zum Geier das ist. Hat Chat eigentlich noch mal Glück gehabt, sonst würde ihn wahrscheinlich nicht retten. Oh, oh mein Gott. Sie sind, glaube ich, explosiv, aber da reicht die Zeit vollkommen.
die Giftmotten. Ja, da wäre es ziemlich cool, wenn ich ganze Techniken könnte. Komm. Genau, die hier brauche ich. So, hier ist die Taste. Nein, nein, nein. Hoffentlich reicht das noch. Komm schon. Komm schon. Das war knapp. Gott, diese Steuerung. Ich weiß, es ist etwas nervig, wenn ich mich schon zum 8. Mal über Steuerung aufregt, die ich sogar selbst belegt habe. Aber, ja. Wie gesagt, das Spiel ist, geht nicht mehr so extrem lang, deshalb halte ich es so noch aus. Zuerst die Betrunkenen und jetzt Giftmotten. Das ist absolut kein guter Tag. Hm? Du hast mir schon einmal geholfen. Hast du das hier gesucht? Ja. Ich gehe jetzt. Kommst du klar? Ich glaube ja. Gut. Halt dich von jeden Ärger fern. Bis dann. Jetzt musste ich gerade an irgendeinen Superheld denken. Der war doch so ähnlich drauf. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Der Soulcoin wird auch schwarz. Ich muss schnell den anderen finden. Verwirrung blocken 3. Jetzt zum Shop Urahara. Und 300 Kan zum Shoppen. Gut. Damit habe ich jetzt auch diesen Schlüssel und kann den Kampf überlegen, wie der nochmal heißt. Warum vergesse ich immer seinen Namen? Ich verstehe das nicht. Hitsugaya, genau. Hitsugaya gegen Shrika bzw. Hollow bzw. Wir werden sehen. Los geht's. Eins gefunden. Es ist auch schwarz geworden. Hä? Fuck, ein Grand Fisher. Die Soulcannons werden zu Hollows. Was soll ich tun? Aus dem Weg. Toshiro Hutsuka, ich muss mir den Namen irgendwann mal tätowieren lassen, dass ich immer mal weiß, wie der heißt. Am besten quer über die Stirn, damit es ganz gut aussieht. Nein! Sieh, was du getan hast, Kommandant. Du hast ihn erschreckt. Klappe reingekommen. Komm schon, du wirst nicht gebraucht. Geh mir aus dem Weg, Kleiner. Kleiner? Ist das nicht deine Frau? Das waren meine Worte. Aber du und, dieser Käfer von der 12. Einheit. Wie heißt der noch? Du redest, als stünde er nicht direkt vor deinen Augen. Also, ich sehe ihn gar nicht. Aber du bist genauso klein wie er. Und du nennst ihn tatsächlich kleiner? Oder doch? Ich bin total verwirrt, tut mir leid. Hahaha. Ich kann auch nicht auf Kommando lachen. Ich kann nicht aufhören. Ich greife an. Ja, ja. Viel Spaß. Besieg alle Feinde. Hitsugaya. Zwei Grand Fisher. Na, das wird ein Spaß. Aber wie gesagt, nicht zu dem Endboss. Da will ich mal lieber nichts spoilern. Das wird übelst geil. Ach, das wird ja ein Spaß. Der ist auch ziemlich geil, dass die Steuerung gerade so übelst kacke liegt. Ich denke, es wird irgendwie schon klappen. Also kann ein bisschen mehr Technik einsetzen. Hiromaru hat doch ziemlich klein, der kann auch beide treffen. Und ich sollte mich eher mal auf einen konzentrieren. Jetzt muss ich wieder so noobig spielen. Fuck! Alter, wie die abgehen. So, sieht noch einigermaßen gut aus, wollte ich sagen. Einigermaßen. Es sieht voll scheiße aus. Okay, aber es geht eigentlich. Ich sollte nur nicht in die Nähe kommen. Ein bisschen mehr Technik einsetzen. Gott, das ist gerade ein bisschen wie ein Hack and Slay Game. Da ich weder die Kombos noch weiß noch. Das wird super. Das war auch so geplant natürlich. So ging die Technik genau. Die wollte ich. Komm schon.
Gut, eine ist down und den anderen den kann ich noch so platt machen. So war die Technik, genau. Jetzt weiß ich das auch. Und das war's auch. Für Grand Fisher Nummer 2. Super. Gut, die Kämpfe werden immer epischer und epischer. Hm? Wo ist der Junge hingegangen? Seltsam. Hast du das auch bemerkt? Ja, hallo. Der einzige, den er nicht angegriffen hat, war der Junge von der 12. Einheit. Weil er sie auch kontrolliert, wahrscheinlich, oder beschwert, besser gesagt, oder... Ja. Irgendwas. Ja, das müssen wir unbedingt der Entwicklungsabteilung melden. Schweren Angriff negieren erhalten. Schön. Mit Grand Fisher. Echt eine schöne Karte. Und 300 kann. Gut, hätten wir es auch. Wir haben noch 5 Minuten nach Adam Riese. Und da würde ich mal sagen, das mache ich jetzt im nächsten Part. Und was aussieht, bleibt mir sowieso nur noch das eine übrig. Den Kampf, den es angeblich zweimal geht, aber nur einmal gemacht werden kann. Ugitake versus Kyoraku oder Kyoraku versus Ugitake. Ich kann eh nur den machen, also machen wir noch schnell den. Und ist der Part auch schon wieder zu Ende. So schnell kann es gehen. Da war eine seltsame Aura. Bilde ich mir das nur ein? Ah! Interessant, da kann man mit Ugitake gegen Kyoraku Mozo kämpfen und mit Kyoraku gegen Ugitake Mozo. Interessant. Vor allem bei den beiden, die sich ziemlich gut befreundet sind, das ist schon krass. Hey Kyoraku, hast du auch etwas Seltsames bemerkt? Kyoraku, was magst du? Bist du verrückt geworden? Ich habe von Sarukis Nachkommen gehört. Also, aber gibt es auch einen falschen Kyoraku? Wenn du falsch bist, nehme ich keine Rücksicht. Ich komme. That's what he said. Okay, wir müssen dann gegen einen guten Kumpel kämpfen, Kyoraku. Muss den Güssel mit seinen Schwertern aufpassen. Obwohl ich auch zwei habe, aber... Ehrlich gesagt, ich finde seine zwei Schwerter mit den Techniken doch ein bisschen besser. Und ich muss jetzt aufpassen, denn der ist... ziemlich gut. Aber mit Ugitake kann ich schon einigermaßen gut kämpfen. Da muss es normalerweise kein Problem sein. Vor allem, da seine Techniken um einiges besser sind. Vor allem die Technik, die haut ziemlich rein. Und zwar, wenn ich jetzt demnächst ein bisschen weniger quatschen, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Da es kräftemäßig ziemlich gut aussieht, also quatsche ich mal ein bisschen. Oder auch nicht. Ja, zumindest denke ich mal, dass der... Ich denke schon 20 Parts könnte es haben. Obwohl ich mal spoilertechnisch die ganzen Cutscenes mal geskippt habe. Aber ich denke, so extrem schnell wird das auch nicht gehen. Komm schon, komm schon. Da komm halt ich. Und reingedonnert. Das war super. Komm, komm. Na gut, es sieht einigermaßen eindeutig aus, da... Gott, die Technik ist einmal übelst krass. Ich muss auch ein bisschen mit Kyoraku kämpfen. Falls ihr noch die Möglichkeit habt, denn der ist doch ziemlich stark. Okay, der gut abgeblockt. Der Drecksack. Okay, jetzt wird es doch langsam knapp. Da sollte man nicht so große Töne spucken. Gott, diese Steuerung! Super! Ne, nicht super, aber er ist down und dann das ist, was zählt. Da ist er. Hm, bist du Kyoraku? Bist du der echte Ugitake? Tut mir leid.
Deine Begrüßung heißt wohl, dass dein Gegner aussah wie ich. Oh, den Kampf kann man anscheinend gar nicht machen. Schade, aber vielleicht geht es doch irgendwie. Muss ich noch mehr gucken. Ja, doch interessant. Stimmt. Leider laufen unsere Nachahmer noch irgendwo herum. Da. Fuck. Gut, der Part wird ein bisschen länger. Auf den Kampf bin ich doch ziemlich gespannt. Wow, diese Ähnlichkeit ist verblüffend. Okitake, bitte greif mich nicht aus Versehen an. Gott, ich kann mir wieder lesen heute. Das gilt auch für dich. Okitake und Kyoraku 2, gib in den Kampf. Mission gescheitert, wenn Verbündeter besiegt wird. Na, das will ich mal lieber vermeiden. Na, das wäre dann Spaß. Gut, ich muss mich anscheinend nur über mich selbst kümmern. Also Okitake versus Okitake wird hoffentlich gut klappen. Wenn nicht, dann muss ich mich auf die Stärke von Kyoraku. Verlassen. Aber ich denke, werde ich schon selbst dran kriegen. Hoffe ich zumindest mal. Je nachdem, wie stark die CPU ist, aber ich denke, die wird nicht so extrem stark sein, wenn ich sie auf leicht stelle. So wie sonst auch. So, also ein bisschen in Aufnahme, dass wir auch was sehen vom Ganzen. Gott, bin ich immer noch krank, das gibt's doch gar nicht. Na toll, genau. Komm auf eine Seite, da kann ich dich ganz gut gebrauchen. Gut, wenn ihr alle da seid. Haben wir ein bisschen auf dem Putz. Gut, wo bin ich denn eigentlich? Gut, da bin ich. Was für ein Sauhaufen, das gibt's ja gar nicht. So, und ich bin jetzt... Und ich muss ein bisschen weiter links, damit ich ihn noch erwische. Und... Schön. So. Dann haben wir die beiden auch bald. Und das war der Rest. Sie sind schnell. Wir werden sie nicht erwischen. Wo bleibt dein Einsatz? Aber wenn sie sich weiterhin tarnen, wird es in der Soul Society zu einer Panik kommen. Wir müssen sie schnell erledigen. Du hast recht. Ich muss dich etwas mehr ernst an... Ich muss mit etwas mehr Ernst an die Sache herangehen. Das ist Ernst ein bisschen groß geschrieben. Egal, 600 kann es auch noch zwei Kämpfe Superbewegung erzwingen. Oder SP-Bewegung. Gutes Deutsch. Und ja. Gut gekämpft, gut kommentiert, super verlesen, immer verloren, schlecht gekämpft. Na egal. Wird schon passen zum Film, finde ich. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part, da machen wir... Was machen wir denn? Entweder den Kampf gegen diesen Shrieker oder etwas Story-mäßiges. Dann habe ich einen lila Schlüssel. Mit dem lila Schlüssel komme ich schon mal zur Hälfte da. Dann brauche ich noch einen gelben, den hast du. Shrieker müssen die beiden machen, dann kommen wir hier weiter. Dann werden wir wahrscheinlich zu diesem Schlüssel kommen und... Ja, das ist im Schloss, meine ich. Gut, ich denke, es wird wahrscheinlich schon... Ja, es wird schon passen. Und mal wieder sorry für die schlechten Kämpfe, aber die Steuerung ist echt für den Arsch und ja. Ich hoffe, ihr könnt es mir einigermaßen verzeihen. Dabei war der Part auch ein bisschen länger, glaube ich. So, ich glaube, 3, 4, 5 Minuten ungefähr. Guckt das überhaupt wieder so lang? Ich weiß gar nicht. Na egal. Es ist aufgenommen, der Rest ist mir egal. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play Bleach Dark Souls. Da werden wir hier einige weitere Kämpfe machen und wahrscheinlich ziemlich viel von der Story sehen. Da wir zumindest drei Sprechblasen haben, da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das Ganze dann weitergeht mit der Mod Soul. Und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bleach Dark Souls. Ciao!